Ich bin der, auf dem Deutschland mit dem Finger zeigt. Das Gegenteil von Joko Winterscheid. Was ich bin, zieh dir dieses Intro rein. Laksho, Laksho, Lille Laksho, Sinanji Laksho. Das zweite Soloalbum von Sinanji mit dem Titel Laksho ist am 23. Januar 2015 erschienen, hat auf der Standard-Edition ganze 20 Songs und es gibt sogar noch eine erweiterte Version. Dort gibt es nochmal 5 Bonus-Tracks, also sind es dort insgesamt 25 Anspielstationen. Und auf dem Album gefeatured werden Künstler wie Massiv, Kurdo, AK, Fahrt, Echo Fresh, Ben Festito, Motrip und Mersat Marashi. Sinanji ist auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten, lustigsten und interessantesten Charakter, die wir hier im deutschen Rap auf jeden Fall haben. Und es ist ja weit verbreitet, dass er eine sehr, sehr respektierte Person im deutschen Rap ist, was sich aber ganz klar nicht auf seine Rap-Skills beruht, sondern das liegt einfach an seiner Persönlichkeit, seiner Vergangenheit und so weiter. Denn in seiner Musik gibt es ganz klare Defizite, die wir gleich nochmal aufweisen werden. Aber nichtsdestotrotz bin ich wirklich ein Fan von ihm als Person. Ich schaue mir liebend gern seine Interviews rein und auch Tracks. Und ich muss irgendwie, egal wie ernst die Thematik eines Songs von Sinanji ist oder von Sinanji ist, ich muss immer grinsen, was größtenteils natürlich zum einen an seiner Stimme liegt, die sehr untypisch für ihn ist und eigentlich gar nicht so zu seinem Erscheinungsbild passt. Und zum anderen, dass er sehr unkontrolliert manchmal float und es dem Anschein macht, als würde er dem Beat hinterherlaufen. Deshalb höre ich mir eigentlich gerne Sinanji-Tracks an. Nicht mit einem ernsten Hintergrund, sondern eher einfach, um entertained zu werden. Und mit diesen Erwartungen bin ich an das Album rangegangen. Und ob das Album mit dieser Anzahl an Tracks trotzdem noch unterhalten kann, finden wir mal jetzt heraus. Laksho klingt wirklich wie eine 0815 Street-Rap-Platte. Wir haben hier eine Variation an Beats. Teils geht es eher in die Club-Schiene. Da haben wir einmal Guter Arsch diese mit so einem 808 angehauchten Beat. Bis hin rüber zu typischen Piano-Ghetto-Sound-Sample-Beats. Und auch stellenweise haben wir auch auf dem Fahrt-Feature eine sehr boom-bappische, lastige Produktion. Aber trotzdem gibt es hier nicht wirklich große Goldstücke, wo man sagt, okay, das ist was ganz Originelles oder was ganz Frisches oder was ganz Fettes, sondern es ist von Anfang bis Ende einfach solide Beats, die man ihm wie schon in einer gewissen Weise schon mal gehört hat. So sieht das Ganze auch inhaltlich aus. Wir haben hier natürlich in der Überzahl diese gewohnten Sinanji Battle Tracks. Der kommt ja aus dem Raum des Ruhrpottes und da war es ja immer so üblich, dass es diese gewohnten Ruhrpott Battle Tracks gibt, bei dem es diverse Passagen gibt, wo wir halt diese Wie-Vergleiche haben, diese knallenden Punchlines, die aber im Falle von Sinanji in den vielen Fällen nicht so krass um die Ecke kommen, denn es gibt schon die eine oder andere Line, bei der mir so ein Fragezeichen aus dem Kopf geschossen ist, wie beispielsweise als Sinanji auf dem Song, ich weiß nicht mehr welcher Song das war, aber davon gesprochen hat, die Line ging ihm wie, du ziehst den Schwanz schneller ein als Handcreme. Ich habe zwar verstanden, was er damit gemeint hat, aber mit dieser Formulierung funktioniert die Punchline nicht. Trotzdem haben wir noch einige Thementracks, wie auch so üblich auf Street-Rap-Alben. Wir haben auf der einen Seite natürlich Geschichten aus seiner Knastzeit. Dann hat er noch einen sehr persönlichen Song über seinen Vater gemacht, den ich aber musikalisch umgesetzt nicht so gelungen finde. Da wird gerade die größte Schwäche Sinanjis klar, nämlich der Flow, der sehr unkontrolliert um die Ecke kommt und gerade auch bei dem Track man das Gefühl bekommt, dass er dem Beat wirklich hinterherläuft und deshalb man halt nicht ganz auf den Inhalt achtet, sondern sich die ganze Zeit nur fragt, okay, stolperst du jetzt wieder über den Beat und so weiter, was natürlich schade ist, aber trotzdem, wie gesagt, Thementracks gibt es. Dann gibt es noch diesen Schulzeit-Song, wo er über die Schulzeit spricht, Sinans große Pause, aber sonst haben wir hier nicht ganz große Goldstücke in Bezug auf den Inhalt der Platte. Es ist wirklich eine 0815 Street-Rap-Platte vom Sound her und auch vom Inhalt her. Leider haben wir auch auf Seiten der Features nichts Großartiges. Wir haben hier zwar sehr große Künstler vertreten. Ich finde die Beiträge von Motrip und Fahrt fand ich am stärksten, auch wenn die beiden jetzt nicht die unfassbar stärksten Parts abgeliefert haben. Aber trotzdem gibt es auch noch sehr strange Beiträge, wie beispielsweise von Massiv, von dem ich ja eigentlich nicht so viel erwarte, aber ich finde seinen Stimmeinsatz auf den letzten Songs, die er gerade so von sich preisgibt, ganz strange um die Ecke kommen. Und es gibt wirklich ein Gesangsfeature auf diesem Album. Unhörbar, wirklich. Ich habe zwar im Interview gehört, er war irgendwie krank, also der Sänger AK auf dem Song Kennst du das oder so,
aber das kann man doch nicht so pressen. Also die Hook war so verdammt schief. Sag mir, kennst du das? Nee, die Hook ging auf jeden Fall gar nicht. Man hätte die Person ersetzen müssen, weil die ja krank war, wie ich in dem Interview mitbekommen habe. Aber so kann man es auf jeden Fall nicht auf CD pressen. Luck Show, das neue Album von Sinanji, lebt auf jeden Fall von der Personality von Sinanji. Aber darüber hinaus gibt es nicht so viel zu sehen hier auf der Platte. Es ist wie gesagt ein 0815 Album, bei dem es auf der produktionstechnischen Seite und auch auf der inhaltlichen Seite nicht so viel zu sehen gibt und wir natürlich auf musikalischer Hinsicht sehr viele Defizite haben. Der Flow von Sinan sitzt nicht so. Reimtechnisch hat er sich natürlich auch einen guten Lehrer oder einen guten Lehrer gehabt mit Echo Fresh und da hat er schon das ein oder andere Gefühl für, wie man gute Reime setzt, aber der Flow hapert, die Stimme ist Geschmackssache natürlich, aber im Gesamten fand ich das Album leider ernüchternd und hat wirklich zu viele Songs. Also 20 Songs auf der Standard-Edition sind definitiv zu viele Songs und deshalb hat das Album es auch nicht geschafft, mich über die gesamte Laufzeit zu entertainen. Trotzdem gibt es natürlich an der einen oder anderen Stelle des Albums die Passage, die mich doch entertaint hat und deshalb kriegt Sinanji's Luck Show von mir eine 4-. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch diese Review gefallen hat. Mein Blatt ist gerade runtergefallen. Hast du eine andere Meinung, dann schreib sie mir bitte unten in die Kommentare hin und schreib mir außerdem in die Kommentare hin, welcher Song auf dem Album habt ihr am besten gefallen und welcher am wenigsten. Wenn ihr mit mir persönlich schreiben wollt, Facebook und Twitter Links sind unten in der Beschreibung. Mein Name ist Teddy, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Yeah.